Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 16 der Reihe über Geschichte und Fiktion und heute soll es um die autobiografische Erzählung von Tanja Blixen gehen, Afrika, dunkel lockende Welt, eine Erzählung, die 1937 zum ersten Mal erschienen ist und diese Schriftstellerin weltberühmt gemacht hat. Diese Erzählung wurde 1985 verfilmt, in den Hauptrollen mit Meryl Streep und Robert Redford. Und von diesem Film her zumindest werden viele von Ihnen auch dieses Buch kennengelernt haben. Das Buch hat die Generation meiner Eltern begeistert. Aber auch noch meine alte Generation, die nach 45 geboren wurde, war von diesem Buch begeistert, denn Tanja Blixen, diese große Schriftstellerin, schildert ihre POCs, mit denen sie zusammenarbeiten muss auf ihrer Farm, Kaffeefarm in Kenia, sehr sympathisch, mit sehr viel Sympathie, sehr viel Empathie. Und das war schon außergewöhnlich für 1937 und auch dann eben noch in den 50er, 60er Jahren und auch später noch, in denen man auf die POCs mit doch großer Überheblichkeit hinuntergeschaut hat. Erst heute, ja, seit den letzten Jahren kann man dieses Buch auch nur noch mit Distanz betrachten, denn trotz aller Sympathie für die POCs ist doch deutlich, dass Karen Blixen sich ihrer zivilisatorischen Überlegenheit über die sogenannten eben schwarzen Menschen sicher ist. Bevor ich auf diese Erzählung eingehen will und auf ihre Besonderheiten, möchte ich erstmal etwas über das Leben von Tanja Blixen erzählen. Und wichtig sind dabei dann auch neue Biografien. Unter anderem ganz wichtig eine Biografie von Judith Thurman, die wesentlich Neues über sie herausgebracht hat. Und auf sie und einen deutschen Biografen will ich dann im späteren auch noch genauer angehen, wenn ich dann mich dieser Erzählung widme. Also zunächst ein bisschen etwas über Tanja Blixens Leben, was wir wissen. Geboren wurde sie in Dänemark am 17. April 1885 bei Kopenhagen und ist dort am 7. September 1962 gestorben. Ihr Mädchenname war Dinesen. Sie wurde in eine gut bürgerliche und auch wohlhabende Familie hineingeboren. Der Vater war Offizier, Schriftsteller und Politiker. Wohlbehütetes Elternhaus, 4 Geschwister. Und zu ihrem jüngeren Bruder Thomas Dinesen hat sie auch eine enge Beziehung gehabt, weil er sie in Afrika besucht hat und ihr auf der Farm geholfen hat. Die Mädchen haben schon sehr früh ein künstlerisches Talent entwickelt, also ihre Schwestern und sie wurden musikalisch und bildnerisch ausgebildet. Dann brach das Unglück über die Familie herein, denn der Vater beging 1895 Selbstmord, weil ihm die Diagnose Syphilis mitgeteilt worden war. Ein außergewöhnlicher Mann, der schon Jahre bevor Tanja geboren wurde, 1872 bis 1873, in der Gemeinschaft des indigenen Volks der Chippewa in Wisconsin, USA gelebt hat, dort ein Kind gezeugt hat, aber seine Frau verlassen hat, um nach Dänemark zurückzukehren. Also
Tanja ist sozusagen vorbelastet, was die positive Einstellung zu Menschen anderer Kulturen angeht. Karen hat dann Kunstschulen besucht und schon ganz früh Kontakt gehabt zur Familie, zur schwedischen Familie ihres späteren Ehemanns Brobliksen Finneken. Sie studierte Malerei an der Königlich-Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen, beginnt zu schreiben, schreibt einige Kurzgeschichten und verliebt sich 1909 in den Zwillingsbruder ihres späteren Mannes, Hans von Blixen Finneken. Diese Liebe bleibt unerwidert und so verlobt sie sich stattdessen mit dessen Zwillingsbruder, Brobliksen, Baron Bro von Blixen Finneken. Die beiden beschließen, nach Kenia auszuwandern und eine Milchfarm bei Nairobi zu betreiben. Bro fuhr nach Kenia voraus, kaufte 1913 in einem heutigen Vorort von Nairobi, der Karen genannt wird, nach dem Vornamen von einem Vornamen von Tanja Blixen, ein 800 Hektar großes Gelände. Ursprünglich wollten sie auf dem Gelände, was rund 2000 Meter über dem Meeresspiegel lag, eine Milchfarm aufbauen, aber man entschloss sich dummerweise für eine Kaffeefarm und das war das Verhängnis, weil Kaffee in dieser Höhe nicht anbaubar war. Das Geld für diese Farm kam von der Familie Dinesen, weil Brohr mittellos war. Im Dezember 1913 reiste Karen nun mit dem Schiff von Neapel nach Mombasa nach, wo sie Brohr abholte und sie dann am 14. Januar 1914 heirateten. Auf dem Schiff lernte sie einen deutschen Oberstleutnant kennen, der ihr Trauzeuge war und das hat ihr später auch im Ersten Weltkrieg dann eben den Vorwurf eingebracht, sie sei deutschfreundlich. Was man gerade, was auch den Zweiten Weltkrieg und die Nationalsozialisten angeht, vielleicht nicht unbedingt von der Hand weisen kann. Karen und Brohr versuchten, diese Farm aufzubauen, als Kaffeefarm und beschäftigten vor allem eine Volksgruppe, nämlich die Kikuyu, die sie auch ausführlich in ihrem Roman beschreibt. Brohr hatte nicht viel Interesse an der Farmarbeit, war stärker interessiert an Großwildjagden und Safaris. Und das brachte mit auch das wirtschaftliche Chaos dieser Farm zustande, die auch verfolgt wurde von Trockenperioden, von Krankheiten und bei der Rinderherde, von Heuschreckenplagen. Brohr ging sehr sorglos mit dem Geld der anderen um, war ein klassischer Womanizer, wie man sagt, und ein Freund der Prostitution. Er hat wohl Karin an Syphilis angesteckt, 1915. Sie wurde mit Quecksilber behandelt, mit einem arsenhaltigen Arsphenamin. Und diese Behandlung hat ihr bis zu ihrem Lebensende dann auch chronische Schmerzen bereitet. Sie konnte die Krankheit beherrschen, war nicht mehr ansteckend, aber die Nachwirkungen dieser Quecksilbertherapie waren katastrophal und sie hat wirklich bis an ihr Lebensende unter großen, großen Schmerzen gelitten. Ähm, 1917 zogen die Blixens dann von ihrem alten Haus in ein nächstes Haus, Mbogani, das heute ein Museum ist. Und dort wurde dann auch
nee, in ihrem ersten Haus, Bagati, das heute eine Milchfarm ist, wurden die Szenen jenseits von Afrika gedreht, die Sie kennen aus dem Film mit Mary Streep und Robert Redford und die eigentlich in ihrem zweiten Haus in Bongani spielen. Immer wieder kam es zu Rückreisen nach Dänemark und Schweden. Dann kehrte Brohr zum Beispiel 1920 nach Kenia zurück und bat Karen schriftlich um die Trennung. Karen willigte nicht ein, obwohl sie zu dieser Zeit schon verliebt war in Dennis Finch Hatton. Aber schließlich kam es dann doch zur Scheidung 1925. 1920 kehrte ihr Bruder Thomas Dinesen mit ihr zurück nach Kenia und versuchte nun, das finanzielle Chaos der Farm zu ordnen, was ihnen aber letztlich nicht gelang. In dem Buch wird beschrieben, dass die Arbeit auf dieser Farm den sogenannten Squatter oblag. Und Tanja Blixen erzählt von den Kikuyu und von den muslimischen und indischen Mitarbeitern, die sie auf dieser Farm hatte und die sie doch sehr wertschätzte. 1925 wieder eine längere Reise zurück nach Dänemark, dann Rückkehr 1926. Ihre Mutter kam nach auf ihre Farm, blieb auch länger auf der Farm. Und es ging eigentlich immer wieder mal Rückkehr nach Dänemark und dann Leben auf der Farm. Bekannt ist ihre Liebesaffäre mit Dennis Finch Hatton geworden, den sie 1918 kennengelernt hat. Ein britischer Armeeoffizier und Großwildjäger. Und ab 1920, noch während ihrer Ehe mit Brohr, nahm sie eine intensive Liebesbeziehung zu ihm auf. Brohr war ständig auf Safari unterwegs und dann ab 1925, also kurz vor ihrer Scheidung, wurde das Verhältnis mit Dennis Finch Hatton enger. Er hat bei ihr übernachtet in ihrem Haus und sie hatte 1924 eine Fehlgeburt von Dennis. 1926 war sie wieder schwanger mit einem Kind von ihm und wieder hat sie dieses Kind verloren. Aber Dennis Finch Hatton wollte auch keine Verantwortung für ein eventuelles Kind übernehmen. Er hat ihr ein Telegramm geschrieben mit den Worten: I should welcome him if I could offer partnership, but this is impossible. Also ich könnte ihn begrüßen oder ich sollte ihn begrüßen, aber eine Partnerschaft ist unmöglich für mich. Karen Blixen hat ein offenes Haus geführt. Immer wieder kamen berühmte Leute auch und weniger berühmte Leute in ihr Haus. Unter anderem 1928 der damalige Prince of Wales, der auf Safari-Tour in Ostafrika war. Und man hat einen Abend verbracht mit gemeinsam Dennis Brohr und die neue Frau von Brohr, die damals schwanger war. Und diese neue Ehe machte Karen schon zu schaffen und beeinträchtigte auch ihre gesellschaftliche Stellung in Kenia. Die Beziehung zu Dennis zerbrach 1929. 2 Jahre später kam er um. Bei einem Flug, als er mit seinem Flugzeug, er war begeisterter Flieger, aus der Luft eine Elefantenherde aufgesucht hat, einen Erkundungsflug gemacht hat, stürzte das Flugzeug ab. Der Motor versagte, er und sein Begleiter kamen ums Leben. Trotz der Entfremdung mit Karen Blixen wurde Finch Hatton im Kreise seiner Freunde in den Ngong-Bergen dort begraben, mit einem Blick
auf das Farmhaus, in dem sie ja lange auch zusammengelebt hatten. 1931 war die Lage vollkommen kritisch geworden. Keine Erträge mehr, Weltwirtschaftskrise. Sie musste die Farm verkaufen, hat dafür gesorgt, dass ihre Kikuyu nicht vertrieben wurden, sondern als Gemeinschaft in ein nahegelegenes Reservat umgesiedelt wurden. Und diese Farm wurde an einen Geschäftsmann aus Nairobi verkauft, der das Land parzelliert hat, an kleinere, wohlhabende Siedler verkauft hat. Und dort sind nun große Villen und kleinere Stadtfarmen errichtet worden. Das ist ein eleganter Wohnort von Nairobi geworden, der nach wie vor ihren Namen Karen hat. Tanja Karen Blixen kehrt zurück nach Dänemark, muss sich wieder der Familie unterordnen und das fällt ihr sehr, sehr schwer. Sie beginnt schriftstellerisch wirklich aktiv zu werden, veröffentlicht Erzählungen und gewinnt sehr rasch dann Preise. Seven Gothic Tales. Sie schreibt dann auf Englisch und übersetzt dann selbst wieder zurück ins Dänische. Sie wird berühmt als Schriftstellerin und vor allem eben auch ihre Erzählung Out of Africa, 1937 erschienen, mit dem deutschen Titel Afrika, dunkellockende Welt, wird wirklich weltberühmt. Ganz bekannt ist auch eine Erzählung geworden, die ich über alles liebe, Babettes Fest, 1987 verfilmt und 1988 mit einem Oscar ausgezeichnet. Eine andere Geschichte wurde schon 1968 von Orson Welles verfilmt. Also ihre Geschichten, die so sonderbar und besonders sind, waren Stoff für viele Drehbücher. Jetzt gerade habe ich gesehen, dass eine Erzählung auf Netflix läuft, die weniger bekannt ist, Ehrengard, aber eine typisch Tanja Blixen-Geschichte ist. Sie hat dann in Dänemark gelebt, eine angeschlagene Gesundheit gehabt, einen Privatsekretär, von dem ich später noch sprechen werde, und ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich immer mehr. Sie bekam weltweit Anerkennung, reiste auch in die USA und stirbt schließlich mit 77 Jahren vollkommen abgemagert und dürr in Dänemark. Ein paar ihrer Ehrungen will ich doch zitieren. 1939 bekommt sie den Wissenschafts- und Kulturpreis in Dänemark. 1950 eine Auszeichnung für König Frederik IX., nämlich die dänische Verdienstmedaille. 1957 wird sie aufgenommen als auswärtiges Ehrenmitglied in der American Academy of Arts and Letters. Im selben Jahr wird sie Trägerin des Dänischen Kulturpreises. 1985 wird nach ihr ein Asteroid benannt, zur Ehrung ihres 100. Geburtstags. Und 1997 erscheint ihr Porträt auf der 50-Kronen-Banknote. In Kenia hat sich Karen Blixen angewöhnt, statt auf Dänisch auf Englisch zu schreiben, was wahrscheinlich auch mit zu ihrem Weltruhm geführt hat, denn Englisch ist eben doch eine weltbekanntere Sprache als Dänisch. Ernest Hemingway, Truman Capote haben sie aufrichtig bewundert und ich, viele ihrer Geschichten, die es Gott sei Dank eben auf Deutsch gibt, sind meine Lieblingsgeschichten, die ich immer wieder mit Begeisterung lese. Sie sollte 1954 den Nobelpreis bekommen, hat ihn dann aber nicht bekommen. Er ging an Ernest Hemingway. 1962, kurz vor ihrem Tod, war sie wieder nominiert
Aber sie starb eben am 7. September und so ging dann die Auszeichnung an John Steinbeck. So, das ein wenig zu ihrem Leben. Jetzt genau, bevor ich mich nun den neueren Biografien über sie widme, noch ein bisschen etwas Generelles zu diesem Afrika-Roman. Von afrikanischen Autoren wurde Tanja Blixen trotz ihrer Sympathie für die Afrikaner einer rassistischen Sichtweise beschuldigt. Und dem muss man in gewisser Hinsicht zustimmen, denn der Vorwurf, dass sie die afrikanischen Menschen in eine Reihe gestellt habe mit Antilopen und wilden Tieren, als Vorstufe, Naturvorstufe eines Menschendaseins, dessen Höhepunkt sich in den abendländischen Zivilisationen findet, das stimmt. Gerade auch ein Kapitel über Evolution, wo sie sich in dem Roman darüber auslässt, das kann man nicht leugnen. Dennoch ist dieser Roman eben schon sehr positiv und begeistert geschrieben, was das Land und die Leute angeht. 17 Jahre lang, von 1914 bis 1931, hat Tanja Blixen diese Kaffeeplantage in den Bergen Kenias betrieben und Afrika wurde ihre Herzensheimat. Dort hat sie ihre große Liebe Denis Finchetten kennengelernt. Sie hat, wie Biografen schreiben, unter anderem Simon Schreier, Liebe, Verrat und Verlust erlebt, wurde infiziert mit Syphilis, hat nun Zeugnis gelegt für eine ferne Welt. Ich zitiere, das ist 1918 geschrieben worden über diese Erzählung. Sie legt Zeugnis ab einer fernen Welt. Die britische High Society Nairobis, die Sitten der Kikuyu, der Swahili, der Somali und der Maasai, das Chiaroscuro, der sich in blauer Distanz verlierenden Berge, Löwen, Gazellen und Elefanten, die Steppe aus einem Doppeldeckerflugzeug betrachtet, die heimliche Vormachtstellung der Nomaden, die große afrikanische Nacht mit ihren Stimmen und Geräuschen, das bedrückende, nie enden wollende Rauschen der Regenzeit. In Tanja Blixens Buch erscheint Kenia wie ein wilder Garten, Eden, in einem edlen Urzustand, hinreißend schön und auch mitleidlos, aber trotz allem weit weg von Europa, des Krieges und der Fabriken. Weiter, ich zitiere weiter, Tanja Blixen erzählt manchmal sentimental, meistens mit kühlem Realismus, auf jeder Seite jedoch mit intensiver schriftstellerischer Gegenwart und Atmosphäre, die schon in den ersten Zeilen dieses modernen Klassikers gegenwärtig wird. Zitat: Ich hatte eine Farm in Afrika am Fuße der Ngong-Berge. 100 Meilen nördlicher lief der Äquator durchs Hochland, aber die Farm lag in einer Höhe von über 2000 Metern. Da spürte man tagsüber die Höhe, die Nähe der Sonne, aber die Morgenfrühe und die Abende sind klar und friedvoll und die Nächte sind kalt. Weiter. Simon Schreier, 2018. Ihr Afrika-Buch, so berührend feinfühlig und liebevoll erzählt, ist immer auch eine Buchhaltung des Kampfes ums Überleben als Farmerin,
Ein Kampf gegen Ernteverlust durch Dürre, Preisverfall, finanzielle Abhängigkeit, die drohende Schmach der Rückkehr nach Nordeuropa und damit verbunden das Absinken ins bürgerlich Kleinkarierte, die seufzende Zufriedenheit mit Mittelmaß und Sonntagsbraten. Schluss zitiere ich noch Schreier. Afrika, dunkellockende Welt, war ihr selbst auch das Liebste ihrer Bücher, da es, wie sie sagt, von echten Dingen handle. Das Motto, das sie ihm voraussetzte, war: Reiten, Bogen schießen, die Wahrheit sagen. Genau darauf will ich dann auch noch im Folgenden etwas ironisch eingehen. Ich habe eine zweite Beschreibung dieses Buches gefunden, von Dennis Scheck, veröffentlicht am 17.01.2018, indem er unter anderem sagt: Blixens Afrika-Roman ist längst zu einem Klassiker des 20. Jahrhunderts geworden. Sein viel zitierter Beginn Ausweis für ihr faktenorientierte und unprätentiöse Erzählweise. Es ist ein Buch des Abschieds, ein Buch, aus dem man sterben lernen kann und lieben. Sie ist nicht frei vom Kolonialdenken. Auch wenn man Blixens Werk den Zeitpunkt seiner Niederschrift deutlich anmerkt, denn wer würde heute schon schreiben? Ich habe schon in den ersten Wochen in Afrika eine große Liebe für die Eingeborenen gefasst. Natürlich ist auch Tanja Blixen nicht frei vom Kolonialdenken ihrer Zeit. Hier schreibt eine Aristokratin, die in Afrika jene feudale Gesellschaftsordnung lebt, die in Europa gerade im Ersten Weltkrieg eigentlich untergeht. Zudem ist ihrem gesamten Freundschaftskreis in Britisch-Ostafrika etwas zutiefst Rückwärtsgewandtes eingeschrieben. Die Menschen, mit denen sich Blixen umgibt, sind Exilierte, aber nicht Exilierte im Raum, sondern Exilierte in der Zeit. Und doch erzählt Afrika dunkellockende Welt nicht nur von Jagdausflügen einiger europäischer Reaktionäre und Snobs auf einer Kaffeeplantage in der Nähe Nairobis. Die hohe Sinnlichkeit von Blixens Prosa ergibt sich gleichermaßen durch ihr hohes Maß an Empathie wie durch ihre erstaunliche Beobachtungsgabe, den genauen Blick für die Natur wie für die Sitten der Kikuyu und Maasai, der Somalis und Suahelis. Aber anders als im Roman hat die Liebe zu Dennis Finch-Hatton im Leben nicht bis zu seinem Absturz mit seinem Flugzeug gehalten. Er weigerte sich, mit seinem Vermögen für die Schulden von Blixens Farm zu bürgen, was sie ihre Unabhängigkeit als Farmerin verlieren hieß. So. Und nun ist eben in den 80ern und 90er Jahren sind zwei Biografien erschienen, die noch ein ganz anderes Bild eigentlich von Tanja Blixen schildern. Und ganz berühmt ist geworden diese Biografie von Judith Thurman, 1982 herausgekommen, unter dem Originaltitel Isaac Dinesen, The Life of a Storyteller. Und Deutsch, Tanja Blixen, ihr Leben und Werk. Ein wirklich lohnenswertes Buch, was man lesen muss, wenn man sich für Tanja Blixen interessiert. Judith Thurman ist eine Schriftstellerin. Dieses Bild zeigt übrigens, diese Fotografie zeigt, wie abgemagert Tanja Blixen im hohen Alter gewesen ist. Judith Thurman, eine Schriftstellerin, die mit dieser Biografie, an der sie 8 Jahre geschrieben hat, den National Book Award for Non-Fiction in den USA gewonnen hat, 1982 schon.
Das Buch ist dann auch Grundlage für den Film mit Streep und Redford geworden und zeigt, dass diese autobiografische Erzählung Out of Africa ein Roman ist. Dass Karen Blixen war eine Storytellerin, die es mit der Wahrheit nicht so ganz ernst genommen hat. Es ist eine Kunstbiografie und insofern ist dieser Roman eben wirklich Ausdruck auch der modernen Welt des 20. und 21. Jahrhunderts, einer Welt, in der die abendländischen Menschen wissen, dass es die Wahrheit an sich nicht mehr gibt und dass alles, was man über die Welt und sich selbst weiß, ein Konstrukt ist, eine Erfindung, die man sich von sich selbst macht und von seiner Wirklichkeit. Und diese Lebensform hat Tanja Blixen nun wirklich vorgelebt, was man schon erkennen kann an den vielen, vielen Pseudonymen, die sie sich zugelegt hat. Es gibt eine weitere Biografie, die man auf Deutsch lesen kann. Und die stammt von Detlef Brennecke, ist 1996 erschienen, Tanja Blixen. Das lohnt sich, diese kleine Biografie von Brennecke zu lesen. Und da beschreibt er unter anderem, wie viele Pseudonyme Tanja Blixen gehabt habe. Sie habe sich genannt in ihren Veröffentlichungen. Isaac Dinesen, Tanja Blixen, Pierre-André Zell, Tanne, Memsahib Wahoga, Mrs. Baroness, Kamar, Karen Blixen-Finnecke, Peter Lawlers. Das sind einige ihrer Namen, unter denen sie publiziert hat. Und einmal im hohen Alter soll sie ihre Sekretärin gefragt haben, als sie einen Vertrag unterschreiben musste, wie heiße ich denn hier? Genau, ich zitiere Ihnen Brennecke, der nun doch einiges sehr Kritische schreibt über gerade diesen Roman Afrika dunkel, lockende Welt. Die Prämisse ist eben, dass sie behauptet, genau niedergeschrieben zu haben, was sie in Afrika erlebt hat. Ihre Prämisse: Wenn ich so genau, wie ich vermag, niederschreibe, was ich mit der Farm, mit dem Lande und mit den Bewohnern der Steppen und Wälder erlebt habe, so mag das in mancher Hinsicht ein historisches Interesse haben. Also sie behauptet, eben ihre Erzählung sei über ihre Autobiografie hinaus von historischem Interesse. Und Brennecke kommt zu einem etwas anderen Schluss. Denn wer mitten in der angeblich authentischen Retrospektive im schwarzgalligen Grafen Schimmelmann, einem der fiktiven Charaktere aus den 7 fantastischen Geschichten, begegnet, wer beim Vergleich derselben mal in einem Brief, mal in dem Bericht geschilderten Episode entdeckt, dass eine ordinäre Flasche Bier zum großen 1906er Chambertin mutierte. Und wer bemerkte, dass eine blutrünstige Löwenabknallerei als hochartifizielle Liebesallegorie verklärt wurde, der ist geneigt, die Skepsis Thomas Dinesens zu teilen, der das Epigraph des Buches »Reiten, Bogenschießen, die Wahrheit sagen« süffisant glossierte mit den Worten: »In Wirklichkeit konnte meine Schwester weder reiten noch Bogenschießen, und sie hat nie die Wahrheit gesagt.« Doch so simpel ist das nicht. Die Elevin Sören Kierkegaards wusste, dass ein derart von Mensch zu Mensch transferierbare Wahrheit, die Wahrheit an sich, selbst ein Trug ist. Jedes Ich hat seine eigene Wahrheit.
Und wenn es diese äußert, legt, was Lesern oder Hörern zur Mythenbildung werden kann, Zeugnis ab vom Zustand des Konkreten selbst. Die Larve ist ein wahres Gesicht, jedes Wort auch eine Maske. Mochte Karen Blixen daher hunderte von Seiten füllen mit Informationen über die Eingeborenen und die Topographie, die Geräusche und Farben und die Gerüche, die Vegetation und die Tiere. Am Schluss ist die Rede doch immer vom Zustand des Konkreten selbst. Und Brennecke zitiert nun eben sie selbst in dieser autobiografischen Erzählung. Der Himmel ist selten mehr als blassblau oder violett und mächtige, aller Schwere bare, immerfort sich wandelnde Wolken türmen sich allenthalben und segeln an ihm dahin. Aber die Bläue hat etwas Leuchtendes und färbt die Umrisse der Berge und nahen Wälder mit frischem, tiefem Blau. Um die Tagesmitte beginnt die Luft über dem Lande sich zu regen, wie eine aufsteigende Flamme. Sie flimmert, wogt und schimmert, wie rieselndes Wasser, spiegelt und verdoppelt alle Gegenstände und schafft große Fata Morganen. Es atmet sich leichter in der hohen Luft. Man saugt Lebensgewissheit und Unbeschwertheit der Seele in sich. Im Hochland erwacht man in der Frühe und weiß, hier bin ich, wo ich sein sollte. Das ist ein Zitat aus Afrika dunkel, lockende Welt. Und eigentlich sagt dieses Zitat alles aus, sehr wahrheitsgetreu, was Tanja über sich und ihre Erzählung zu sagen weiß. Nämlich eigentlich ist alles, was sie aus Afrika schildert, eben auch geprägt durch ihr schriftstellerisches Talent, durch ihre Fantasie, durch die Fata Morganen, die sie in der Luft spiegeln sieht und die sich in ihrem Roman dann auch widerspiegeln. Und gerade wenn man dann beide Biografien liest, die von Thurman und Brennecke, bekommt man doch ein anderes Bild dieser dänischen Autorin, denn zum Beispiel beschreiben einfach beide, wie verquickt auch Tanja Blixen war, was die Nationalsozialisten angeht. Sie hat 1940 Berlin besucht und sehr, sehr positiv über die Nazis geschrieben. Sie schildern ihre aristokratische Lebensweise am Schluss ihres Lebens. Sie habe sich nur noch von Champagner, Kaviar und Gelée Royal ernährt. Sie schildern die sehr lockere Lebensweise in Kenia, diese Geschichte mit der großen Liebe mit Dennis Finchetten, auch in einem bisschen anderen Licht zeigen, nämlich in einem Licht, dass in diesem Land doch die sexuelle Freizügigkeit zu dieser Zeit sehr, sehr groß war. Denn es gab eine Redewendung in London, die lautete folgendermaßen: Sind Sie verheiratet oder leben Sie in Kenia? Sie schildern die problematische Beziehung, die Tanja Blixen zu einem jungen Mann und Dichter hatte, Thorvald Bjørnvig, als eine Folie à deux. Sie hat diesen jungen Mann, der verheiratet war, wirklich malträtiert. Und ja, bei aller Liebe und Bewunderung muss man auch sehen, dass Tanja Blixen narzisstische Züge hatte, dass sie eine ganz, ganz schwierige Persönlichkeit, zumindest dann im Alter gewesen ist.
Aber beide Autoren, sowohl Thurman als auch Brennecke, bewundern sie einfach. Sie ist eine außergewöhnliche Frau, hat außergewöhnliche Geschichten geschrieben, die meist auch um das Thema Kunst herum formuliert sind. Denken Sie eben auch an Babettes Gastmahl, wo es um eine Köchin und zwei Sängerinnen geht, die ihre Tätigkeiten als Kunst betreiben. Zum Schluss möchte ich Ihnen doch eine hübsche Geschichte vorlesen, die Brennecke in seiner Biografie über Tanja Blixen schildert. Und zwar hat Tanja Blixen 1960 die letzten Erzählungen von sich herausgegeben, Shadows on the Grass. Und darin beschreibt sie die Geschichte eines Löwenfells, was uns zurückführt zu ihrer autobiografischen Erzählung Out of Africa. Diese Geschichte ist erschienen unter dem Titel Barua Arsoldani und geht nun folgendermaßen. Die Geschichte nimmt ihren Ausgang am Morgen des 1. Januar 1928, als Karen Blixen einen ungewöhnlich prachtvollen Löwen geschossen hatte. Dennis Finch Hatton und Carnuthia, sein Chauffeur, häuteten den Kadaver ab und Karen Blixen ließ das Fell bei ihrer nächsten Reise nach Europa in London präparieren. Dann schenkte sie es dem dänischen König. Das Dankesbillet Christians des Zehnten erreichte sie, als sie wieder in Afrika war, und sie steckte es achtlos in die Arbeitshose. Wie hätte sie voraussehen können, dass das unscheinbare Papier irgendwann zu einem Fetisch werden sollte? Seit dem Tage jedoch, an dem sie einem verletzten Kikuyu nicht anders zu helfen wusste, als durch das Auflegen dieses Barua Asoldani, dieses Briefes vom König, und seit der danach rasch eintretenden Genesung des Patienten galten die Blixenschen Kompressen als probates Heilsmittel gegen schwere Leiden. Und das war alles jenseits von Zahnweh. Jetzt Zitat aus der Erzählung. Den Brief vom König habe ich noch. Er ist aber, bedauerte die greise Schamane 1960, unleserlich geworden, braun und steif von Blut und undefinierbarem Zeug aus alter Zeit. Und symbolfreudig setzte sie hinzu, es ist darin, in Papier und Blut, ein Bund unterzeichnet zwischen Europäern und Afrikanern, und schwerlich möchte es geschehen, dass noch einmal ein ähnliches Dokument solcher Beziehungen kann aufgezeichnet werden. Ich lese weiter, Brennecke. Viel erfährt der Leser über die Mentalität der Schwarzen und das Pathos der Solidarität mit ihnen ist ergreifend. Aber erst die Unbestechlichkeit der Historie gab Barua Asoldani die entscheidende Pointe. Denn nachdem Karen Blixen noch am 1. November 1960 gegenüber dem Literaturwissenschaftler Robert Langbaum beteuert hatte, alles, was in Schattenwandern übers Gras geschrieben ist, sei absolut korrekt, stellte sich 1969 heraus, dass auch diese Mitteilung ein Ausfluss künstlerischer Freiheit war. Auf Rungstedelund nämlich hatte man den Brief des dänischen Königs im Original hervorgekramt. Einen Bogen Papier, der die Zeitläufte unbeschadet überstanden hatte und so frisch daherkam, als hätte er eben die Residenz Christians des Zehnten, das Palais Levetzau in Amalienburg, verlassen. Ein letztes Mal war es Karen Blixen gelungen, die Wirklichkeit nach ihrem Willen umzugestalten und das Publikum mit ihrer Wahrheit zu verzaubern, so sehr, dass später die Frage aufgeworfen wurde, ob es nicht ratsamer gewesen wäre, man hätte den Brief vernichtet.
Das ist eine sehr schöne Geschichte und sie beschreibt, wie diese große Schriftstellerin als moderne Frau des 20. Jahrhunderts und noch heute im 21. Jahrhundert eine Identität verkörpert, die das eigene Leben zum Konstrukt macht. Und in ihrem Fall ist es nun wirklich ein künstlerisches Konstrukt, ein Konstrukt als Schriftstellerin. Und das hat sie geschrieben, das hat sie beschrieben in ihren Erzählungen und das hat sie selbst vorgelebt. Tanja Blixen, Afrika, dunkel, lockende Welt, 1937 zum ersten Mal erschienen.